ich bin 8 Jahre alt. Ich bin der Johann und ich bin 7 Jahre alt. Es ist ein Ausflug von der Nikolaides-Stiftung und ja, wir übernachten hier einen Tag. Hier kommen Kinder mit, die entweder ihre Mutter oder ihren Vater verloren haben und wir können uns aussuchen, ob wir im Haus oder im Tipi schlafen wollen. Wir sind ja heute hier im Gut Dietelhofen für unseren Ausflug mit unserer U9 Trauergruppe. U9 gibt schon einen Hinweis, das sind Kinder, die zwischen heute, haben wir ab vier Jahre dabei, bis zum Alter von ungefähr 10, die alle Mutter oder Vater oder manche auch beide Elternteile verloren haben. Und das hier ist unser Sommerausflug mit Übernachtung. Ich habe meinen Vater verloren. Das war ein Autounfall, da war ich noch sehr klein und dann ist ein LKW über uns drüber und mein Vater ist leider gestorben. Er liegt mir sehr fest im Herzen. Also mein Papa ist gestorben, weil er war halt beim Bahnhof und er wollte sich nicht helfen lassen und dann ist er irgendwie auf die Schienen gekommen und der Zug hat ihn überfahren. Ich habe geweint und ich habe mich irgendwie traurig gefühlt. Weil es ist ja blöd, wenn zum Beispiel jemand bei dir gestorben ist und du weißt es überhaupt nicht. Also ganz oft sage ich das Gebet mit Vater unser im Himmel. Habe ich früher auch schon ganz oft gesagt. Und es erinnert mich immer ganz fest an meinen Vater. Wir versuchen immer, die vielen Seiten, die Trauer beinhaltet, aufzugreifen. Trauer beinhaltet zum Beispiel den Wunsch, die Verbindung und die Beziehung zu dem Verstorbenen aufrecht zu erhalten. Wenn wir uns so an frühere Trauerkonzepte erinnern, dann das hört man auch oft als Trauernde, dann heißt es ja, du musst loslassen, den Verstorbenen loslassen. Wir wissen aber heute, dass das sich gar nicht gut und gar nicht passend anfühlt, weil es sich für die Trauernden anfühlt wie ein weiterer Verlust. Ja, deswegen ist ein Bereich, in dem es auch, wo es um Trauer geht, ist darauf zu achten, dass man oder sich darum zu bemühen, dass man auch eine innere Beziehung zu dem Verstorbenen aufrechterhalten kann. Ich habe ein Herz drauf gemalt und in das Herz Papa geschrieben. Und ja, das gebe ich dann dem Sorgenfress als zu essen. Dann tut man es hier so rein. Und dann frisst das Sorgenfresser die Sorgen auf. Und ja, der will halt Sorgen, weil der noch hungrig ist. Ja, der ist noch hungrig. Wenn wir Kinder beobachten in der Trauer, dann ist so aus der Erwachsenenperspektive entsteht oft der Eindruck, dass Kinder sehr sprunghaft sind. Ja? Die sind in dem einen Moment vielleicht sehr traurig, im anderen Moment wenden sie sich einem Spiel zu oder möchten ein Buch anschauen oder was ganz anderes machen oder wenden sich ab im Gespräch. Und diese Normalität und dieses, ich darf lachen und mir darf es auch gut gehen, das ist was uns ganz wichtig ist, dass das sich dem Leben zuwenden eben auch ein ganz wichtiger Teil in der Trauerbearbeitung auf dem Trauerweg ist. Ich bin eher fröhlich, das mag ich mehr. Wenn traurig sein, da kann man auch irgendwann richtig traurig werden. Dann hat man irgendwann keine Lust mehr beim Spielen, weil es dann keinen Spaß mehr macht. Also es ist gut, man denkt eigentlich nicht an die Sache, sondern ja, man spielt halt mehr. Und man ist auch fröhlich. Man denkt nicht mehr so oft an den, der gestorben ist aus der Familie. Also bei mir war es ja so, dass mein Mann tödlich verunglückt ist, ich vorher auch meine Eltern verloren habe, meine Tochter gerade 6 Wochen alt war und mit den plötzlichen Todesfällen, da ist man halt von heute auf morgen, ist der Mensch einfach nicht mehr da. Ja, so ohne irgendeine Art von Vorwarnung. Und hat wirklich das Gefühl, so dieses allein zu sein und dieses verrückt zu werden, ja, dass man das nicht aushält, diesen Schmerz, wie man das erträgt und wie das Leben weitergeht. Und dann war es für mich, wie ich Martina eben auch getroffen habe,
Und wir uns erstmal so unterhalten haben, auch so darüber, das war so, aha, so ein Aha-Erlebnis, eine Erleichterung. Also ich habe drei kleine Kinder gehabt, im Alter von 1, 5 und 7. Und ich habe ehrlich gesagt nicht viel Zeit gehabt zum Überlegen. Also ich wäre auch gar nicht so auf die Idee gekommen mit einer Gruppe, aber das hat total gepasst. Ich habe dann ganz schnell gemerkt, dass es einfach gut ist. Wir haben uns wöchentlich getroffen, einmal in der Woche einen Platz zu haben, wo ich die ganzen Dinge, die mich bewegen, loswerden kann oder besprechen kann. Auf diesem Stein sieht man eine Fliege. Mein Dad, der hat immer Fliegen getragen. Der war Professor und alle haben Krawatten getragen und auch ihre schwarzen Socken. Und mein Dad war der, wenn man dann bei einer Versammlung war und da hat man alle Männer mit ihren Anzügen gesehen und in schwarzen Socken. Und da sitzt einer mit roten Socken, dann wusste man, das war mein Dad. Und es saßen alle mit Krawatte da und einer saß mit Fliege da und man wusste, es war mein Dad. Und deswegen habe ich die Fliege gemalt. Und möchte aber noch Sterne oben reinmachen, weil nachts, wenn man den Sternenhimmel sieht, den ersten Stern, den ich sehe an dem Abend, das ist der für meinen Dad. Am Anfang ist es nämlich so, dass alles man das irgendwo nicht glauben kann und auch vielleicht im Freundeskreis oder in der Verwandtschaft sowas vielleicht auch noch nicht passiert ist und man sich dann erstmal ziemlich alleine fühlt und man denkt, das passiert nur einem selbst. Und dann aber zu wissen, dass in der Stiftung eben auch andere Kinder und Jugendliche sind, die auch jemand verloren haben und dass man da nicht drüber sprechen muss, dass man kann und dass das aber irgendwie so eine tiefere Verbundenheit darstellt, die von Beginn an eigentlich da ist, ohne wirklich ausgesprochen worden zu sein. Und auch so mit den Betreuern und die da in der Stiftung arbeiten, die sind einfach alles so herzlich und man fühlt sich so aufgenommen und es ist so warm und ja, es ist einfach total schön und man braucht keine Angst haben, sich verstellen zu müssen, sondern man kann einfach so sein, wie man ist. Ja. Weil der Papa sehr gerne in die Berge gegangen ist und es eigentlich so voll seine Leidenschaft war, habe ich hier erstmal mit einem Berg angefangen. Ich bin aber auch noch nicht fertig und habe dann jetzt dieses Herz, was ich noch erkannt habe, auch gemacht und nicht in Rot, sondern da wäre es irgendwie ein bisschen zu krass gewesen, die Farbe. Deshalb habe ich es jetzt in Grün angemalt, auch für ja, mehr so als Farbe der Natur und vielleicht auch als Farbe der Hoffnung. Es ist halt auch einfach gute Stimmung und das ist ich kann das nicht beschreiben, aber es gibt ja ganz verschiedene Aktionen und Projekte, die einem einfach so ein bisschen dieses Zusammengehörigkeitsgefühl auch geben oder auch die Möglichkeit zu reden, dass man aber nicht muss und es gehört einfach alles so zusammen. Wir sind Freunde, wir unternehmen es zusammen, wir lachen zusammen, wir stellen gute Sachen an, wir genießen einfach das Leben und ich glaube, das ist einfach das Wichtige, was Leute manchmal auch nicht so dahinter sehen, dass dieses Angebot da ist, zu reden, aber auch dieses Angebot da ist, zu leben. Eigentlich ist das eben ein ganz wichtiger Punkt, auch heute in den Gruppen und in der Beratung und Begleitung, den Menschen zu zeigen, dass das, was sie empfinden, alles im normalen Bereich sich abspielt. Dass man zwar verrückt ist von der Position, auf der man normalerweise steht, aber nicht im Kopf verrückt ist, und dass es einfach die Zeit braucht, bis man wieder seinen Standpunkt findet. Dann holt ihr jetzt so im Allgemeinen vielleicht für die Außenwelt nicht mehr Feuer mit dazu kommt, dann machen wir eine kurze.
Das ist für mich immer wieder sehr beeindruckend, wie stark die Wirkung ist. Wenn ich sage, ich kann das nachvollziehen, mir ist es auch passiert, dass es zu einer großen Erleichterung führt bei den Trauernden, die hier ankommen, dass ganz schnell eine sehr vertrauensvolle Atmosphäre entsteht und so dieses Gefühl, da werde ich verstanden. Da sagt mir nicht irgendjemand, ich weiß, wie es dir geht und du musst jetzt das und das machen, sondern da sitzt mir jemand gegenüber, der kann tatsächlich nachvollziehen, wie mein Leben vielleicht gerade ausschaut. Der größte Unterschied für junge Erwachsene, wenn sie den Lebenspartner verlieren, ist, dass man einfach erstmal mitten im Leben steht, ja, ganz, ganz viele Pläne auch noch nicht vollendet sind, sondern gerade erst begonnen sind. Also das kann sein, dass man gerade mitten in einem Hausbau steckt, Wohnungskauf, Familiengründung, oftmals auch noch Ausbildung, dass man sich ein Konzept gemeinsam entwickelt hat und dieses Konzept eben auch zusammenbricht mit dem Tod des Partners oder der Partnerin. Bei mir ist jetzt so, dass wir am Freitag, also hat er Geburtstag. Mhm. Mhm. Das fand ich und schön. Das ist jetzt sowas, wo ich mir so vorstelle, weil er ist halt ja zur Wiesn, an der Wiesn geboren und war so immer ein Wiesenkind und hat immer auf der Wiesn gefeiert. Und das ist jetzt sowas, wo ich mir dann denke, okay, keine Ahnung, wie wird es dann, wenn du dann da bist oder sowas, gehst du hin oder gehst du nicht oder wie machst du es dann? Der Todestag an sich, der ging eigentlich sogar, die Tage davor waren furchtbar, weil ich mir da immer die ganze Zeit gedacht habe, wie bin ich dann drauf, weil das war, ich meine, das ist ein normaler Arbeitstag, ich war in der Arbeit und habe ich mir nur gedacht, jetzt musst du schauen, was da für ein Film abläuft, jetzt vor einem Jahr, was ist da passiert? Ich könnte mir eigentlich auch eher so diese paar Freunde einladen Variante. Das gibt dem Ganzen ein bisschen Leichtigkeit, ein bisschen Lockerheit und das, was, glaube ich, dem meinem Mann auch gefallen hätte. Für mich ist, glaube ich, eins vom Wichtigsten und was ich auch immer noch sehr beeindruckend finde, dass es auch funktioniert, ist tatsächlich die Vernetzung von Betroffenen und Trauernden in einer ähnlichen Situation. Weil der Verlust des geliebten Menschen ist ja erstmal, fühle ich mich wie abgetrennt. Und in dem Moment, wo sich Trauernde hier anbinden, findet wieder sowas wie eben Ankoppeln statt und bin ich eben nicht mehr alleine. Und ich glaube, das ist der größte Wert auch, den wir hier anbieten können oder den die Stiftung hat, dass wir die Menschen in einer ähnlichen Situation verbinden und deswegen möglich machen, dass man sich gegenseitig stärkt und unterstützt. Die Weihnachtszeit ist für die betroffenen Väter, Mütter mit den Kindern einfach eine unheimlich schwierige Zeit. Das ist ja eine Zeit, die man in der Regel in der Familie verbringt, in der man Familienrituale hat. Meine Nachbarin fährt jedes Jahr mit Mann, Kind nach Regensburg auf den Weihnachtsmarkt. Wenn ich alleine bin, mache ich das nicht. Meine Tochter ist jetzt 2,5 und mein Mann ist einen Monat vor meiner Tochter geboren worden, ist gestorben. Genau. Es ist zwar jetzt 2,5 Jahre her, aber trotz alledem, für mich ist es immer noch wie gestern. Und wenn ich halt so die Fortschritte meiner Kinder sehe, ist es halt schwierig, weil man es nicht teilen kann. Dieses Zusammengehören, diese Familienzusammengehörigkeit fehlt halt, ne? Und irgendwie wird sie trotzdem hier ausgeglichen, weil wir halt alle das betrifft, ne? Ja. Für mich war es einfach alles ziemlich viel auf einmal, so dass ich halt mich auch wieder eher zurückgezogen habe, genau. Aber ich nehme halt also erstens mal an diesem Weihnachtstreffen teil und zweitens halt haben wir letztes Jahr auch so eine kleine eingeborene Gemeinschaft gebildet, wo wir im Seminarhaus gewesen sind. Genau. Genau. Und das war eigentlich sehr, sehr schön. Ja.
die Weihnachtsbäckerei, es gibt diese Lebkuchenhäuser, die dann dastehen. Ich kann was Besonderes in der Adventszeit machen, ohne mich anstrengen zu müssen. Es wird noch Kaffee serviert, ich muss nicht aufräumen. Und es ist schon so ein Anliegen für uns, dass die Familien einfach das mal so genießen können. Die nächste große Vision für die Stiftung ist jetzt das Sternenhaus. Das Sternenhaus am Nockerberg im Herzen von München. Und wir werden in dem Haus vor allem diese ganze individuelle Betreuung und Begleitung, die wir jetzt hier anbieten können, im Moment in den Räumen, die wir hier haben, noch sehr klein, werden wir einfach vervielfältigen können. Noch viel mehr Kreativität, also kreative Angebote machen können. Wir können die Familien noch viel mehr individuell begleiten. Wir können viel mehr Angebote machen, Gruppenangebote machen, Malangebote machen, Werkstatt machen, einen Toberaum für die Kinder. Also ganz, ganz unterschiedliche Sachen und vor allem auf die Bedürfnisse abgestimmt. Also die Idee ist, dass das Haus, das ist ja schon recht groß, das ist aufgebaut innen drin wie ein Peter Pan Haus, sage ich immer. Peter Pan Haus heißt, dass das ganze Thema in dem Haus auch Baum heißt, also Baum, Natur, Wurzeln. Und das zieht sich von unten, vom Eingang bis hoch in den großen Sternengarten, den wir oben haben. Also es ist ein schöner Ort, es ist kein trauriger Ort, sondern es gibt Lebenskraft, dass man wieder Perspektive haben kann und Hoffnung. Also es ist für mich ein Ort der Hoffnung. Und ich glaube, das ist das, was wir den Menschen mitgeben wollen. Und deshalb würde ich mir wünschen, dass auch viele Menschen zu uns kommen, die uns auch unterstützen und unseren Gedanken, unsere Ideen weiter nach außen tragen. Und für viele, viele da zu sein, die uns echt so dringend brauchen.